Der Deutschlandfunk sendet bundesweit, werbefrei und in ganzen Sätzen. Und wir sind uns dieser Privilegien durchaus bewusst. In der Politik, in der Kultur und in der Musik. 8 Uhr und 39 Minuten, 21 Minuten vor 9 Uhr in den Deutschlandfunk. So wenig klar und gemeinsam die Länder. Wir sind eins der schnellsten, unabhängigsten und sorgfältigsten Medien, die ich kenne. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr gern für diesen Sender. Wir sind zu dritt an zwei Standorten und senden bundesweit. Das Informationsprogramm, das Kulturprogramm und das junge Programm. Wir trennen nicht fein säuberlich auf, hier ist die hohe Kultur und da ist die Politik, sondern wir suchen nach den Schnittstellen, nach den Zusammenhängen dazwischen. Das war Studio 9, heute mit Christian Rafanse. Und Nicole Dittmar. Schönen Abend. Tschüss. Wir sind intelligent, aber nicht langweilig. Unterhaltsam, aber dabei nie beliebig. Ah, hier seid ihr. Das ist ja lustig. Wir sind sozusagen direkte Nachbarn. Wir hecheln den Themen nicht hinterher, sondern wir können uns Zeit nehmen für die Zusammenhänge und für die Hintergründe. Und das bringen wir dann auf den Punkt. Wir bringen unsere Inhalte in die digitale Welt per Apps, als Podcasts und über soziale Medien. Multimedia gibt uns die Möglichkeit, unsere Inhalte dort zu verbreiten, wo die Menschen sind. Ob zu Hause oder unterwegs, zu jeder Zeit. Ich glaube, unser Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination von guter Popmusik mit gutem Journalismus. Wir nehmen uns tatsächlich Zeit für Themen, denken Themen anders und fragen vielleicht auch mal danach, wo andere nicht nachfragen. Sonntagmorgen, kurz nach 8, ihr hört Deutschlandfunk Nova. Wir berichten über Themen, die uns alle was angehen, die politisch sind, die uns im Alltag beschäftigen oder berühren. Wir machen auch Themen, die absolute Aufreger sind, die spalten. Aber wir haben auch eine Vorliebe für Skurriles. Wir lieben Aha-Momente. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, die drei Programme von Deutschlandradio.